Hallöchen, meine Lieben und weniger Lieben. Ich hatte auf Instagram gefragt, ob ihr Bock auf so ein Video habt. Und natürlich haben die meisten ja gesagt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Food Haul in der Süßigkeiten-Edition zu drehen. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen kurzatmig bin. Das sind so die letzten Züge der Schwangerschaft. Apropos Schwangerschaft. Als hätte ich nicht schon genug zugenommen und als wäre meine Haut nicht schon unrein genug, habe ich natürlich noch Sachen gekauft, damit meine Haut noch unreiner wird. Ich habe bei Lebensmittel-Sonderposten bestellt. Wie der Name es schon sagt, Sonderposten. Das sind Sachen, wo das MHD ein bisschen schneller abläuft, vielleicht sogar schon leicht überschritten sind. Oder Waren, die ein zweites Mal verpackt wurden und deswegen sind sie ein bisschen günstiger. Ihr bekommt dort auf der Seite natürlich auch nicht nur Süßigkeiten, ihr bekommt dort Gewürze, Getränke. Es gibt eine eigene Halal-Kategorie, falls euch das interessiert. Es gibt dort Kaffeepads, normalen Kaffee. Also es ist immer wieder so ein bisschen wechselndes Sortiment, je nachdem, woran die halt kommen so, an was für Produkte. Es gibt amerikanische Süßigkeiten, polnische Süßigkeiten. Eigentlich gibt es dort alles, was das Herz begehrt. Also jeder sollte dort eigentlich fündig werden. Letztlich ein Angebot, irgendwie zum Beispiel Duplo für, ich glaube, 49 Cent. Leider konnte man von den Sachen, von diesem super Angebot, immer nur eins in den Warenkorb tun. Ich verstehe das ja auch, man möchte die Leute damit anlocken. Und es soll nicht einer direkt 30 Packungen kaufen, aber wenn man sich dann zusammentun möchte, um das Porto aufzuteilen, ist es halt blöd, wenn nicht jeder sich eine Packung bestellen kann. Apropos Porto, das Porto hat mich, ich glaube, 5,99 gekostet. Und wenn ich aber alles runterrechne auf alle Artikel mit dem Porto, dann habe ich ungefähr 1,88 € pro Artikel bezahlt. Und ja, ich verlinke euch die Seite unten in der Infobox. Da oben in der Ecke steht Werbung. Ich habe aber alles selber bezahlt und wollte euch halt daran teilhaben lassen. Ich werde euch die Preise hier unten irgendwo einblenden und ich werde euch auch das MHD einblenden. Und ja. Und jetzt schnacken wir nicht länger. Ich zeige euch mal, was ich bestellt habe. Und am Ende würde ich euch gerne noch was über die Kundenfreundlichkeit und allgemein so über das Social Media Team erzählen. Das erste Produkt ist hier Pommes-Salz von Cadea. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Und es war recht günstig, fand ich. Und deswegen habe ich es jetzt mal gekauft. Man braucht es natürlich nicht. Ich mixe mir auch einfach mal nur Salz und Paprika Edelsüß oder Rosenschaf zusammen. Das reicht dann auch. Aber ich hatte halt mal wieder Bock auf Pommes-Salz. Habe ich von Merci hier diese Weihnachtskugeln gekauft. Die waren halt, fand ich, recht günstig und deswegen habe ich sie in den Warenkorb getan und ich finde, mit Merci kann man halt nie was verkehrt machen. Dann habe ich einmal eine Packung Toffifee gekauft. Das war auch eins von diesen super Angeboten. Ich meine, es wären 49 Cent oder so gewesen, aber ihr seht den Preis ja hier eingeblendet. Toffifee halt, ne? Dann haben wir einmal eine 10er Packung Duplo. Ich finde, mit Duplo kann man jetzt nie was verkehrt machen. Ich war vorher eher so die Fraktion Kinderriegel. Aber irgendwie, seitdem ich mit Juan zusammen bin, finde ich Duplo auch ganz geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob Hashtag Kinderriegel oder Hashtag Team Duplo. Dann habe ich mir einmal M&M's bestellt. Hier diese kleine Packung, das sind 46,2 Gramm. Die habe ich auch nur bestellt, weil die mit Erdnussbutter sind und ich die schon eine Ewigkeit mal testen wollte. Ich glaube, die Packung hat 1,50 oder so gekostet, beziehungsweise wie am Anfang ja schon mal erwähnt, wenn ich alles runterrechne, komme ich auf ungefähr 1,88 € pro Artikel. Dann ist das schon recht teuer, aber ich wollte die unbedingt probieren und deswegen habe ich sie mir bestellt. Ich bin echt gespannt, wie sie schmecken. Dann habe ich einmal eine Packung Kindercards bestellt. Das allererste Mal habe ich die ja probiert, wie Marion mir die in ein Paket gepackt hat. Und ich hätte mir die niemals irgendwie selber gekauft, weil ich da irgendwie zu geizig zu gewesen wäre. Aber die sind echt richtig, richtig lecker. Die Packung ist auch schon auf, weil ich Juan davon welche gegeben habe und auch heute Nacht eins selbst davon gegessen habe. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die nochmal extra verpackt sind, weil das halt so viel Verpackungsmüll ist. Aber hier drin sind halt auch immer zwei Stück. Dann habe ich einmal diese Packung Fruchtgummi, Cheesecake heißen die. Ich weiß nicht, ob die auch wirklich nach Käsekuchen schmecken. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Sind 304 Gramm und ja, ist auch noch eine Weile haltbar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es schmeckt.
Und dann habe ich einmal hier dieses Fruchtgummi saure Fritten. Dann einmal liebe, liebe Grüße an Sandra von Sandras Kochblog. Sie lädt jede Woche auf YouTube ein Food Diary hoch. Falls euch der Kanal interessiert, verlinke ich ihn euch auch mal unten in der Infobox. Und ich meine, sie isst so saure Fritten ultra gerne. Ich meine, das wäre ihre Lieblingssüßigkeit. Deswegen auf jeden Fall liebe Grüße an dich. Auch 304 Gramm und ja, habe ich von der Firma noch nie gegessen. Keine Ahnung, aber was soll man da groß falsch machen? Dann noch für den nächsten Trip Partypilze. Ich finde die Farbe irgendwie so ein bisschen unappetitlich. Ich weiß nicht, ob man die richtig sehen kann. Aber tut dem Geschmack sicher auch, bricht dem Geschmack auch nichts ab. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann habe ich einmal hier so saure Fruchtgummi-Mix. So heißen die zumindest, sind 730 Gramm. Ich finde es ein bisschen blöd, dass es in so einer Tüte ist, aber wenn ich dann irgendwann mal die hier leer gemacht habe, kann ich das ja da drin umfüllen. Und ja, kann ich wie gesagt auch noch nichts zu sagen, wie es schmeckt. Aber es sind Süßigkeiten und ich bin ein Süßigkeiten-Junkie. Das wird mir schon alles schmecken. Wenn nicht, werde ich schon einen Abnehmer finden. Das ist, glaube ich, eine polnische Süßigkeit. Ich finde, das sieht aus wie Dominosteine, diese Dinger hier gekauft. Die sind mit Himbeergeschmack. Kann ich, wie gesagt, auch noch nichts zu sagen, wie sie schmecken oder so. Die waren recht günstig und deswegen habe ich sie halt in den Warenkorb getan. Also alles war recht günstig. Deswegen ist es ja auch in meinem Warenkorb gelandet. Ne? Dann habe ich, wie oft habe ich schon, dann habe ich gesagt, 4 Packungen für auch einen relativ kleinen Preis Softcakes bekommen mit Cola Zitrone. Und ich bin ja eigentlich so voll der Cola-Fan, deswegen habe ich die jetzt mal gekauft und davon habe ich auch schon eine Packung aufgemacht, wenn ich ehrlich bin. Die sind allerdings schon abgelaufen, deswegen würde ich da jetzt nicht so mega viel von essen. Wäre ich jetzt nicht mehr schwanger, dann wäre mir das egal so, weil nur weil es über ein MHD ist, bedeutet das nicht, dass ich gleich tot umfalle. Aber ich möchte auch nicht mein Kind gefährden. Auf jeden Fall 4 Packungen Softcakes. Das vorletzte Produkt ist einmal 1 Kilo Kekse. Gebäckmischung zweite Wahl von Lamberts. War auch mega, 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 mega günstig dafür, dass das so eine gute Marke ist. Und ja, ist auch noch eine Weile haltbar. Und mit Lamberts kann man jetzt eigentlich nie was verkehrt machen. Irgendwie so zum Kaffee, Kuchen, keine Ahnung, so demnächst im Wochenbett oder so. Auf jeden Fall 1 Kilo Kekse. Zu guter Letzt haben wir eine Packung Snickers. Hier diese Limited Edition, irgendwie mit extra Karamell. Und bei dem Produkt, da ist es mir als erstes aufgefallen, dass das schon seit dem 12.02. abgelaufen ist. Und ich war mir nicht so sicher. Also ich wusste, dass es bei Lebensmittel-Sonderposten natürlich Artikel gibt, die kurz vorm Ablaufen sind. Und es steht auch bei jedem Artikel dabei, wann er abläuft. Aber ich habe darauf nicht geachtet. Und dann habe ich die gestern angeschrieben auf Instagram, so bin ich auch auf die aufmerksam geworden und habe die gefragt, ob das normal wäre, dass das schon abgelaufen wäre und dass ich da halt selbst nicht drauf geachtet hätte. Und die haben mir ultra schnell geantwortet, also da können sich andere Social Media Teams wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Und haben mir dann halt geschrieben, ja, das wäre halt so, wenn ich noch irgendwelche Fragen hätte, so, dann könnte ich gerne den Kundensupport per E-Mail anschreiben oder den anrufen und dann würden sie mir alle weiteren Fragen beantworten. Ich bin ein bisschen sehr kurzatmig und ich habe dann geschrieben, Quatsch, alles gut und dass ich ihnen danken würde für die fixe Antwort und dass sich andere Social Media Teams da mal eine Scheibe abschneiden könnten und dass, wenn das Baby da wäre, dass ich dann auch wieder Sachen essen würde, die über dem MHD wären. Und die haben mir dann nochmal super lieb geantwortet, dass sie das natürlich verstehen könnten und dass sie mir alles Gute für die Geburt wünschen. Das fand ich richtig, richtig süß. Und ich war ein bisschen ungeduldig. Ich habe freitags mittags da bestellt, habe freitagsabend schon den Link bekommen von DHL, dass das halt angekündigt wäre bei DHL. Und montags hat sich bei dem Status immer noch nichts verändert gehabt. Da habe ich die dann angeschrieben und habe gefragt, ob das normal wäre, weil ich irgendwie gedacht hätte, okay, vielleicht ist das auch Samstag bei denen abgeholt worden, aber DHL hat nicht gescannt oder so. Und habe dann gefragt, ob ich zu ungeduldig wäre. Und da haben die mir auch super lieb geantwortet, dass ich halt zu ungeduldig wäre. Und fand ich super süß, wie gesagt, dass sie so schnell geantwortet haben. Und auch, dass sie sowas Liebes geschrieben haben mit der Geburt und so. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, die Seite. Wie gesagt, die findet ihr unten in der Infobox. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch bestellen würdet. Ob euch das zu heikel ist mit dem MHD. Oder ob ihr da auch drauf scheißt.
Na gut, meine Lieben, das war dann mein Food Haul in der Süßigkeiten Edition. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über eure Kommentare freuen. Oder ich werde mich sehr über eure Kommentare freuen. Und ja, dann würde ich sagen, das war das Alltagsleben mit Moni. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss!